Morgen und herzlich willkommen zum Tag 4 meines Readathons. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit nach draußen, denn das Wetter ist heute grandios. Ich habe schon die Wäsche auf den Balkon buxiert und habe mir schon meinen Stuhl hier so neben gequetscht. Und mein Buch liegt da schon. Ich werde heute nämlich The Fault in Our Stars von John Green lesen. Und ich hoffe, dass ich es zu Ende lesen werde. Und ich halte jetzt mal nicht direkt in die Sonne, aber vielleicht könnt ihr sehen, der Himmel ist recht blau. Und es ist recht schön draußen und eigentlich hätte ich gerade gar nicht guten Morgen sagen dürfen, denn es ist schon irgendwie 1 Uhr und ja, ich werde jetzt lesen. So ihr Lieben, ich habe jetzt das Buch angefangen und zwar habe ich die ersten 38 Seiten gelesen. Ich bin noch nicht wirklich weit und ich habe, ich zeige euch mal die Stoppuhr, ziemlich genau eine halbe Stunde gelesen. Ich saß auf dem Balkon und es war sehr schön und warm und sonnig und ja, ich bin dann irgendwann wieder reingegangen und habe mich erstmal fertig gemacht und wir mussten dann nochmal kurz weg. Und in der Zeit, in der wir dann weg waren, hat es wieder angefangen zu regnen. Und ich hatte natürlich noch die Wäsche auf dem Balkon stehen. Das war also mal wieder alles ganz toll irgendwie. Egal. Also Wetter ist jetzt wieder mistig. Es ist zwar nicht total kalt, aber auch nicht gerade schön. Es ist bewölkt und es regnet. Und ich bin jetzt wieder auf meine Couch umgezogen und werde jetzt hier weiterlesen. So ihr Lieben, ich habe jetzt ungefähr die ersten 100 Seiten gelesen, bin etwas über die 100er-Grenze und wir haben gerade gekocht. Wir haben heute mal zusammen gekocht und wir haben was gemacht, das heißt Beef Stew. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das jetzt auf Deutsch übersetzt. Es ist so ein Eintopf-Dingens und das Rezept war irgendwie für 8 bis 10 Personen. Und wir haben dann etwas weniger als die Hälfte davon gemacht und irgendwie ist das jetzt eine total mickrige Portion nur geworden. Ich zeige euch das mal. Also das ist alles. Und ja, es riecht aber ganz lecker. Das Problem war nur, wir haben uns das Rezept vorher nicht komplett bis zum Ende durchgelesen. Und man musste das halt am Ende jetzt 2,5 Stunden kochen lassen. Und wir wussten das nicht. Wir haben es aber nur 20 Minuten kochen lassen, weil wir keinen Topf haben mit, wie heißt denn das? Also, dass das nicht so am Topf kleben bleibt. Und ja, der Boden des Topfes ist jetzt total irgendwie schwarz und da klebt ganz viel Essen dran, deswegen haben wir das jetzt ausgemacht. Also heute war ein kleines Desaster, es hat nicht so funktioniert, wie wir es gerne gewollt hätten. Aber es riecht sehr gut und es sieht sehr lecker aus und ich werde jetzt erstmal Abendessen und danach werde ich weiterlesen. So, ich habe mein Portionchen jetzt aufgegessen. Es war ganz okay, es war nicht so super lecker. Es könnte daran liegen, dass wir es nicht lange genug gekocht haben. Und so sieht der Topf aus, von dem ich gerade geredet habe. Und ich weiß gar nicht, wie ich den gleich sauber kriegen soll. How was your dinner? Ja, ist gut. Okay. Ich glaube, mein Freund hat sogar noch besser geschmeckt als mir. Er hat sein Mini-Portionchen auch aufgegessen. So, den Topf haben wir jetzt gerade in heißem Wasser und Spüli eingeweicht. Und jetzt warten wir erstmal. Und irgendwie war uns das Essen nicht so genug, weil es waren hier nur 2 so ganz kleine Portionchen. Und mein Freund hat jetzt sich gerade noch online... jetzt wollte ich gerade Pantoffeln sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wieso. Pommes bestellt und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und ich habe mir eine Sprite mitbestellt, weil ich gerade irgendwie Bock auf Sprite habe. Ja, also wir haben noch ein bisschen Essen nachbestellt, weil das, was wir gekocht haben, nicht genug war. Ja, und während wir jetzt auf das Essen warten und der Kochtopf dort einweicht, werde ich jetzt erstmal ein bisschen weiterlesen und ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, da bin ich wieder. Ich dachte mir, ich gebe euch mal ein kurzes Zwischenupdate. Ich habe jetzt insgesamt ungefähr 2,5 Stunden gelesen heute. Irgendwie ist die Kamera so weit da. Kann das sein? Ich drehe sie mal ein Stück. So. Ich bin jetzt auf Seite 177, also knapp über die Hälfte. Und dieses Buch ist so toll. Es ist so schön. Und ich habe mir eine Liste angelegt. Übrigens, falls ihr mich nicht so gut sehen könnt und falls die Lichtverhältnisse jetzt schlechter sind, das liegt daran, dass da oben gerade eine Glühbirne durchgebrannt ist und jetzt habe ich weniger Licht. Ich habe mir eine Liste angelegt und dort habe ich all die Seitenzahlen aufgeschrieben, an denen ich heulen musste und so ein paar Sachen, so ein paar Stellen, die ich einfach total toll fand, habe ich mir aufgeschrieben. Also ich habe bis jetzt viermal heulen müssen in diesem Buch. Das erste Mal auf Seite 103, dann auf Seite 117. Ich habe übrigens diese Ausgabe hier, ich zeige sie nochmal, also für diejenigen von euch, die dieselbe Ausgabe haben, können ja mal nachgucken, welche Stellen das so waren. Also 103, 117, dann auf Seite 147 und da war eine Szene, in der das Fliegen beschrieben wurde, so im Flugzeug sitzen und fliegen.
Und Fliegen, besonders im Flugzeug und Hubschrauber ist noch besser, ist einfach was, was ich total liebe. Eine meiner größten Leidenschaften. Ich liebe es so sehr. Das ist jetzt nicht übertrieben. Ich könnte jetzt ohne Witz anfangen zu heulen, wenn ich daran zurückdenke, wie wir unseren Helikopterflug hatten. Das war so toll. Das war wirklich eine der schönsten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben hatte. Und wie das im Buch beschrieben wurde, diese Szene mit dem Fliegen, das war einfach, das hat für mich diese Emotion irgendwie so in zwei Sätzen oder so zusammengefasst. Und ich war so ergriffen. Da musste ich ein bisschen heulen. Zwei Seiten weiter auf 149. Da musste ich nicht heulen, aber da gab es eine Unterhaltung. Und genau dieselbe hatte ich mit meinem Freund vor ein paar Wochen und ich war so ein bisschen geflasht irgendwie, weil ich dachte so, wow, andere Menschen haben auch diese Unterhaltung. Und da musste ich nochmal heulen auf Seite 153 und da war einfach eine so schöne Passage. Es war so toll. Also zwischen all diesen Stellen, an denen ich zu weinen gebracht wurde, ist dieses Buch einfach gefüllt von Liebe und von Emotionen und von Witz und von ganz tollen Worten, die sich John Green dort ausgesucht hat. Und die Charaktere sind so toll und die Geschichte ist total schön und der Schreibstil ist einfach nur total genial. Und ich bin ganz hin und weg und ich werde dieses Buch jetzt weiterlesen. Und ich denke, das nächste Update kriegt ihr erst, wenn ich es zu Ende gelesen habe. Es ist so, 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 so toll, so schön und ich bin verliebt in dieses Buch und es kann nur noch besser werden und ich gehe davon aus, dass sich zum Ende hin die Momente des Weinens noch vermehren werden. Ja, also ich werde euch nachher dann mein Update geben, wie lang meine Liste hier geworden ist und ich werde jetzt weiterlesen. Bis später! Hallo ihr Lieben, es gibt jetzt mein allerletztes Update für heute und ich glaube, das Video für heute ist gar nicht so lang geworden, aber ja, irgendwie gab es nicht so viele Updates, es ist nicht so viel passiert. Ich versuche gerade nicht wieder anzufangen zu heulen. Ich habe das Buch gerade vor ein paar Minuten beendet und ich bin vollkommen fertig und ich muss mich mal kurz sammeln. Okay, also, meine Liste ist um einiges länger geworden noch. Ich glaube, auf Seite 153 habe ich euch vorhin aufgehört zu erzählen, wo ich immer heulen muss. Also ich habe noch auf den folgenden Seiten geheult. 204, 215, 245, 252, 258. 260 war eine ganz schlimme Seite. Da habe ich so losgeheult. Und ab 261 war es dann ganz schlimm. Da habe ich irgendwie ein ganzes Kapitel lang durchgeflennt wie sonst was. Dann habe ich das Buch kurz zur Seite gelegt, war mich kurz bei meinem Freund ein bisschen ausheulen. Und dann habe ich weitergelesen und dann habe ich nochmal geheult auf den Seiten 278, ja 297 und auf der letzten Seite 313. Und ich bin vollkommen fertig. Dieses Buch war der Wahnsinn. Ich bin froh, dass ich es jetzt an einem Tag so in einem Rutsch durchgelesen habe und es... die Statistik jetzt gerade schon gesagt, tut mir leid, ich bin vollkommen durch den Wind. 4 Stunden, 7 Minuten habe ich gelesen und 313 Seiten. Und ich kann euch dieses Buch nur ans Herz legen. John Green generell, ich glaube, da kann man bei keinem der Bücher irgendwas falsch machen. Es war jetzt das dritte, was ich von ihm gelesen habe. Und viele sagen ja, das ist das beste John Green Buch, The Fault in Our Stars. Und ich finde, es ist definitiv anders als die Bücher, die ich bisher gelesen habe. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, es ist besser. Es ist halt einfach anders und es weckt auf jeden Fall sehr viele Emotionen und ich heule sehr schnell, aber in dem Buch war es schon echt abartig. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal, jetzt habe ich mich gerade selbst geschlagen, 15 Mal habe ich geheult in diesem Buch auf 313 Seiten. Also ja, ein sehr ergreifendes Buch und ich bin vollkommen fertig jetzt und ich werde schlafen gehen und ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall brauche ich jetzt keine Angst, wir haben noch Albträume von dem Buch von gestern zu bekommen, weil das hier überschattet gerade alle anderen Emotionen, die ich so habe und irgendwie bin ich gerade ganz traurig und ja, okay, ich fange jetzt nicht wieder an zu heulen, ich habe jetzt genug geheult. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Video heute ein bisschen kürzer geworden ist als die vorherigen Videos, aber
ja, irgendwie gab es halt nicht mehr zu erzählen. Und ich werde jetzt schlafen gehen und werde mich von diesen Emotionen etwas erholen. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Tag 5. Ich glaube, Tag 5. Also, gute Nacht, ihr Lieben, und wir sehen uns morgen.